Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde DBD mit der lieben Sefi. Hallöchen, wie geht's euch? Oh. Ich hoffe genauso gut wie uns, außer es ist ein Leatherface. Noch geht's uns gut, das kann sich aber schnell ändern. Oh, voll. Oh. Die Perlrose. Bist du beim großen Boot? Ich bin beim großen Boot. Ich gehe gerade Richtung Sumpf in Schilf und guck mal, wer und warte mal ab, wer es sein könnte. Okay. Es ist was mit und ich hab Herzklopfen. Direkt, es ist direkt bei mir. Es ist eine Nurse. Doch. Kann ich verschmerzen. Eine rote Nurse, die ist gerade aufs Boot gegangen. Ja, ich, derjenige, der oder die wurde direkt bei mir gelegt. Die Besessenheit. Oh, hier ist gleich der Keller. Und ich habe direkt Herzklopfen. Ich liebe es, direkt am Start Herzklopfen zu haben. Und sie kommt natürlich in den Keller. Ich will. Hi! Okay, ich hab. Sie machen einen Fluchtversuch? Nee. Oder ist das jetzt das Campen? Der, sie machen einen Fluchtversuch. Oh, ich hab schon wieder Herzklopfen. Warum seid ihr alle hier? Na klasse. Oh Gott! Was ist denn das hier? Ey, ist das jetzt eine Schlachtfeld? Ja, klar. Ja, klar. Direkt disconnecten hier oder wie? Why not, ne? Kann man ja mal machen. Warum auch nicht? Kann die sich jetzt mal von hier verziehen? Ich sehe schon, gleich liegt es wieder an Sefi und mir. Ob sie mal versuchen soll, aus dem Keller zu sollen, obwohl der andere geht. Bin schon dabei. Okay, du bist da. Wieso muss der andere direkt wieder disconnecten? Kann er es nicht einfach hinnehmen zu sterben? Wie ein Mann? Naja, das könnte der Laurie eventuell das Leben gerettet haben. Ja, aber ganz ehrlich, DB. Oh Gott, Laurie. Bring uns gleich um. Bring uns gleich um, Laurie. DBD ist dazu prädestiniert zu sterben. Ich habe noch nie ein DBD-Spiel gesehen, wo keiner gestorben ist. Was machen die da? Ach, sie wollte den Entscheidungsschlag aussitzen. Ah, die kommt wieder in den Keller. Nein, die kommt nicht in den Keller. Sie lässt sie fallen. Ach, sie dribbelt sie. Okay. Das heißt? Ja, sie lässt sie immer wieder fallen. Da war der Entscheidungsschlag. Wann seid ihr? Versuch mal, ob du dich irgendwo in den Gen setzen kannst. Die sind hier die ganze Zeit bei Boot. Ich bin hier bei allen. Sie hat die Lori, glaube ich, verloren. Sie ist bei mir. Irgendwo. Ja, sie haut meinen Generator. Jetzt kann ich mich wenigstens mal heilen. Ich habe hier die ganze Zeit rumgesessen, konnte nichts machen, weil ich die ganze Zeit verletzt war, wenn ich heilen konnte. Hallo! Dann musste sie auch ausgerechnet darum gehen. Macht mal, ich spiel ein bisschen Fang mit dir. Okay, ich bin am Schiff am Gen. Wo ist denn das Fenster? Das war doch sonst auf der Seite. Ha, Palette gegen Kopf. Machst du gut. Mach weiter so. Oh, hey, nein! Hätte ich doch bloß nichts gesagt. Er hat die Taste zweimal genommen. Ich wollte nicht nochmal durchs Fenster. Oh. Ah, die Lori ist die Lori schon da dann näher. Ich wollte die eigentlich loopen bei der Blechhütte. Lori, du solltest da weggehen. Was hat die überhaupt für ein Outfit an? Das kenne ich gar nicht. Ah, das ist, glaube ich, das viktorianische Outfit. Ja, toll. Lori rennt direkt an den Nurse vorbei, aber die Nurse zieht ab.
Ich könnte schwören, sie ist bestimmt auf dem Weg zu euch zurück. Die nee, Lori ist direkt an der Nurse vorbeigelaufen. Die Nurse hat übrigens Ruf der Krankenschwester, pass also auf. Ja. Sobald du Herzklopfen hast, aufhören zu halten und weg da. Sag das der Lori, tschüss. Rennt die Lori weg oder rennst du weg? Ich renn weg. Lori ist da noch an Heilen. Ja, die hockt da noch. So, ich hab'n Gen fertig. Sehr schön. Sie kommt zum Schiff. Wir nehmen fertig heilen. Darf ich jetzt auch mal einen Gen machen? Sie ist hier immer noch beim Boot. Ah, Kacke. Sie ist nicht mehr am Boot. Rot? Ah, ich habe immer noch Herzklopfen jetzt wieder. Alter, das war doch genau auf der Mitte. Jetzt ist sie sie ist abgezischt. Ja, wahrscheinlich jetzt zu den John, den ich knallen lassen habe. Das war genau auf den... Das muss so ein halber Millimeter gewesen sein. Gar kein Millimeter. Gegenwart? Ja, wahrscheinlich genau ein Pixel daneben. Ja, wahrscheinlich. Und dann fängt das Ding an zu knallen. Ist erst die erste Runde, muss mich erstmal wieder warm spielen. Es ist erstaunlich, dass wir noch am Leben sind. Dazu dritt, überleg mal. In anderen Partien sind wir mal schon nach dem Titel gestorben. Ich kann nicht mal sagen, ob die Lori tot ist, wenn sie am Haken hängt. Das kann ja durchaus sein. Das könnte echt passieren. Ich glaube, die Animation hat gerade angesetzt, die Kampfanimation. Mhm. Als ich die runtergeholt habe. Ich will doch nur einen Gen machen. Darf ich wieder zu meinen Gen zurück? Also wir bräuchten jetzt nur einen Gen, damit wir die Luke safe haben, ne? Mhm. Hm. Ich bin am nächsten dran. Bin auch wieder nein. Bin nur nicht so ganz glücklich mit der Position des. Ciao! Hab sie hinter mir gehabt. Okay. Versteck mich jetzt einfach mal hier so im Schilf. Gucken, ob sie mich findet. Schilf ist eigentlich eine der besten Positionen. Ah. Vor allem für Claudette. Jo, sie ist an mir vorbeigegangen. Sie hat die Lori. Sie ist mit der Lori in der Verfolgung. Okay. Hat meinen Gen aber getreten. Wieder so ein Pixel daneben. Dennoch verfolgt sie die Lori. Ja, den Gen kriege ich noch durch. Zwar mit ein paar Knallern, aber ich kriege ihn durch. Ja, sie verfolgt die Lori nicht mehr. Und den will ich noch fertig haben. Jetzt verfolgt sie die Lori wieder. Kurioses Spiel, was die hier treiben. So, Jen ist gemacht. Nice, meiner braucht auch noch ein Viertel. Wenigstens mal einen Jen, den ich heute hinkriege. Und die Nurse ist garantiert auf dem Weg dahin. Nee, die verfolgt die Lori noch. Das siehst du in diesen wackelnden Spinnbeinen da. Ja, mein Einfühlungsvermögen reicht leider nicht mehr so weit. Die ist ja auch nicht verletzt. Ah, okay. Ich hab Herzklopf. Ich hab Gegenwart. Hallo. Ich bin mein Schiff, ne? In meinem natürlichen Habit.
dachte gerade, da steht eine Vogelscheuche auf dem Boot. Was? Ja, das war so, keine Ahnung. Der Jen in der Mitteposition. Ich bin jetzt auf die andere Seite gerannt, macht da einen Jen. Aber ich glaube, ich sollte den hier, glaube ich, lassen. Lag mich mal an den in der Mitte. Ah, nee, Schatz. Die ist hier irgendwo. Also den Jen in der Mitte, da ist sie irgendwo. Ich lasse den Jen, ich habe hier ein schlechtes Gefühl. Wir kommen aber ganz schön weit. Muss ich dazu sagen. Hab schon schlechtere Runden in dieser Runde. Ich bin jetzt gegenüber von dem Schiff an dem Felsen, an dem Hügel. Okay, ich bin gerade beim Steg. Lori ist bei mir. War ich auf dem Steg nicht normalerweise ein Jet? Da hinten. Ja, wir sind. Bin ich dran mit ihr? Dass du willst, nur dass hier gleich direkt der Jen ist. Nein, ich halte dich jetzt nicht. Der hat ruft der Krankenschwester und sie kommt schon in die Richtung. Ja. Dein Jen hier beim Boot ist auch sehr bescheiden. Ja, sie hat jetzt, ist jetzt hier die ganze Zeit bei dem Jen, an dem ich hier gerade war. Der da Funken sprüht, ne? Ja. Ich sehe den gerade. Setz mich gerade mal ran, sie scheint gerade hinter der Rory hier zu sein. Ja, ich kann ja mit dazu kommen. Warte. Kommt, glaube ich, hier in der. Ja, sie ist gerade hinter mir. Gehen wir mal den Jen hier weit. Die ist Porten, aber nicht sonderlich gut. Ja, das habe ich gerade schon gemerkt. Ich versuche sie mal von dem Jen wegzuziehen. Hab's nicht mehr hinter mir. Okay. Jetzt habe ich sie wieder. Jetzt habe ich sie hinter dir. Wir sind beim Boot. Ja toll, da bin ich auch. An Jen. Der Jen beim Boot, auf dem Boot ist doch fertig. Nein, neben Boot. Ja, wir sind auf dem. Viertel noch. Sie hat drei Blinks. Ist sie noch bei dir? Ja. Nicht zum Jen kommen. Entschuldigung. Sie ist nicht mehr bei mir. Sind sie da mit vorbei? Jen ist durch. Yes, sir. Ich heile mich erstmal. Die ist ich wollte schon sagen, arschkalt, aber eiskalt an mir vorbeigezogen. Boah. Glück muss der Mensch haben. Ist die echt an dir vorbeigezogen, obwohl du den Jen fertig gemacht hast? Ich saß an Jen und die ist einfach eiskalt an mir vorbeigeflogen. Alter. Ich glaube, das ist echt eine Anfängerin. Glück muss der Mensch haben. Ich saß an Jen. War machen, ne? Mm. Ich hab die Luke.
Sie ist beim Ausgang bei der Killerhütte. Okay, da wollte ich eigentlich hin. Ich mache hier gerade ein Totem und ich habe die Luke gefunden. Lori ist am Ausgang. Okay. Sie immer noch bei der Killerhütte. Wo ist der andere? Bleib du sonst bei der Luke. Ich bin hier bei der Luke. Sobald der Ausgang auf ist, gehen wir beide raus. Dann kannst du die Luke nehmen. Okay. Wie sieht's aus? Ausgang ist offen. Sie deppt. Die soll rausgehen. Die deppt. Die ist in ihrer Animation eingefroren. BTF? So, ich bin raus. Ja, ich seh's. Ja, wenn sie jetzt hängt und tot ist, dann kann ich auch die Luke nehmen. Naja, sie hängt ja nicht. Die Dabben nennt man, wenn die Nurse. Wenn die Nurse ihre Schlaganimation macht und. Und tschüss. Und die Animation sich nicht resettet und sie in dieser Schlaganimation bleibt, dann sieht das fast so aus, als würde sie dabben. Ey, ich starte direkt bei Jen. Dito, schnappen wir uns das Teil. Außer es ist wieder so ein Creepy Myers. Deswegen schaue ich mich um. Was ja dank des neuen Updates wesentlich besser geht. Da kommt was. Ich gehe. Oder auch nicht. Da kommt es eben nicht. Ich habe noch Gegenwart. Schwein! Hallo. Hat die mich nicht gesehen oder wollte die mich nicht sehen? Ich glaube, die ist mit mir beschäftigt. Ja, die sucht dich. Das Klopfen ist weg. Oh, nicht schon wieder das Schwein. Ey, das Schwein mag ich nicht. Vorsicht, die müsste dann noch in der Ecke sein. Ich schätze mal, sie croucht gerade. Der Nebel macht es aber jetzt gerade nicht einfacher. Eigentlich müsste sie da noch sein. Aber mein Perk schlägt auch nicht aus. Oh, dann ist sie wohl nicht mehr da. Also mein Warnungsperk. Na, wieder so ein Pixel. Alter, aber der Sprintboost, ne, hat mich gerade echt gerettet. Ich hätte gern so einen Sprintboost. Lebensretter, sag ich dir. Aber ich krieg ja noch nicht mal Einfühlungsvermögen auf 2. Das ist eigentlich auch schon so eine Lachgeschichte. Ja, mein Gott. Alter, wenn du nochmal knallst, gehe ich aber weg. Ja. Ich glaube, das mit den Skillchecks üben wir dann nochmal. Ja. Es gibt übrigens eine Webseite, auf der man Skillchecks üben kann. Ich hatte heute noch keinen Kaffee, so. Hi. Hi. Geh nur vor. Ich will hier nicht bodyblocken, wie beim letzten Mal. Hinter mir! Lauf! Ich bin schon weg. Und ich hab's noch atmen gehört. Ich hab zuerst atmen hören, als sie hinter mir war. Da war es aber leider schon zu spät. Sehe ich schon, sie ist noch hinter dir. Vorsicht! Ach, verdammt! Ah. Leck mich fett! Geh weg! Da hört sie mich jetzt. Scheiße. Naja, ich wollte ja den Hit kassieren. Ich hätte nur nicht gedacht, dass sie die Palette kaputt macht. Ich glaube, das wollte sie sogar. Was, Alter, die Palette kaputt machen? Scheiße, hat sie wieder eine Falle aufgesetzt. Yep. Und der Typ im Haus ist an dem Gen. Der lässt jetzt gerade ab. Ja. Sehen, es gibt zwei. Gott, sind die Fallen weit auseinander. Mechanisch erstmal. Ist einer auf dem Weg zu dir?
Naja, aber ich habe ja noch Herzklopfen. Ich glaube, sie ist gerade im Haus hinter mir. Mhm. Ja, sie kommt da gerade durchs Fenster raus. Renn ich jetzt bei mir vorbei. Hat jetzt gleich den anderen, der hinter, der mich eigentlich holen wollte. Ah, die Mac hat mich geholt. Alles klar. Ich habe die erst atmen hören, als sie schon hinter mir war. Naja, nicht jede Runde kann gut laufen, sonst wäre es ja langweilig. Ach, die Runde hat gerade erst angefangen. Wir haben schon zwei Gems fertig. Einer hing erst, läuft eigentlich. Ja, du musst nur deine Falle loskommen, ne? Die ist ja noch nicht an. Ja, erst wenn einer einen Gen macht. Und sie ist gerade mit jemand anderem zugange. Mhm. Alter, aber wenn hier jemand mit einer Falle rennt, die aktiv ist, ne, das ist echt kein Spaß. Ja, das haben wir hier schon in Runden festgestellt. Die Fallen sind ziemlich weit auseinander diesmal. Hit der nächste. Ich bin mir nicht mal sicher, dass du das schaffen würdest, wenn du an. Die sind quasi in jeder Ecke ist eine. Also so scheiße gespawnt diesmal. Hat sie unbegrenzt fallen? Vier hat sie, glaube ich. Es sei denn, sie hat Addons drauf. Ich glaube, sie kann mit Addons auch mehr haben. Also ich habe Herzklopfen. Versteck mich gerade. Weil damit ich den einen hier gleich abhängen kann. Scheiße! Sie hat mich gesehen. Ich habe gerade während ich schon die Animation hatte, dass ich die Falle abnehmen, musste ich noch einen Skillcheck machen. Ja, die hat die Palette hier kaputt gemacht, ne? Scheiße. Ja, jetzt krieg ich auch eine Falle. Da siehst du ja, wie weit die auseinander sind. Alter. Noch besser ging's nicht. Also wenn du da bei der Falschen anfängst und dann im Uhrzeigersinn durchrennst. Ich glaube nicht, dass du das schaffen kannst zeitlich. Glaube ich auch nicht. Wiggle, wiggle, wiggle. Ist sie bei dir? Nicht bei mir. Die scheint dann mit den anderen beschäftigt zu sein. Jo. Ja. Ich fange mal dahin. Sie trifft deine Wahl. Ciao. Tschö. Ich habe mich jetzt einfach mal kackendreist in den Schrank gestellt und trifft deine Wahl auszusitzen. Alter, das war direkt der Falsche. Naja, sie läuft ja noch nicht. Sie dürfte auch, glaube ich, keine Fallen mehr haben, wenn sie nicht noch irgendwelche Addons hat. So. Boah, dass die so weit auseinander sein müssen. Wir haben gerade auch echt Pech mit den Gens. Die zwei, die gemacht wurden, waren ziemlich weit auseinander. Ja. Ah, wieder nicht. Mann. Na, bleib ganz ruhig. Du kannst dich auch erstmal heilen. Es läuft ja kein Gen. Ja. Ich gehe erstmal so nächsten. Weil der andere hängt jetzt da hinten. Das müsste ich eigentlich schaffen. Das ist fast am Ende der Karte. Naja, ich kann sie sonst gleich auch holen. Ich bin da in der Nähe. Sie hat mich gesehen. Okay. Boah, zwei Skillchecks hintereinander, das krieg ich nie hin. Komm, 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 komm. Sei lieb. Nein! Und sie ist jetzt hier. Ja, sie ist direkt bei mir. Die ist auch nicht blöd. So, ich hab die Mac.
Ja, sie ist aber hängt jetzt wieder an meinem Poppers. Scheiße. Ich habe schon eine Falle auf, ich brauche keine. Ich habe auch alle, die ich durch hatte. Ich habe jetzt 4 oder 3 gemacht, ne? 3, es gibt 4. Ja, 3 gemacht, ne? Mhm. Einer davon war der richtige. Bleibt ja nur noch einer. Oh, ich bin fast immer mit dem Wiggle durch. War da auch ein Zufall, ey, dass ausgerechnet von 4 Stück, dass ich immer den letzten kriege hier. Mhm. Und gerade jetzt bei den Dingen gelegt, ja. Supi. Ja, das kommt davon, wenn man sich vorher nicht heilen lässt, obwohl man die Zeit hat. Ich renne hier die ganze Zeit nur rum, heile die Leute und hänge sie ab. Nee, ich habe jetzt gedacht, weil sie an anderen in der Karte war, weißt du? Aber ich wusste gar nicht, wieso sie so schnell dahin kam. Machst du heute wieder den, Abhängdienst, nicht ich? Ich versuch's, aber sie ist Jo, dachte ich mir. Sie ist bei mir. Tanzt hier um mich herum. Was war zu erwarten? Na, das wird jetzt hier eine sehr knappe für mich. Ich riskier's einfach. Okay. Wie schön, dass die andere sich auch nicht mal bemüht hat, den anderen da abzuhängen. Ich gehe mal direkt hier zum, Sie geht jetzt in die große Hütte, ins Main Building ist sie gerade reingegangen. Okay. Komm, ich will das Scheißding loswerden. Ich hab schon wieder Herzklopfen. Alter! Ich sag doch, halt dich vorher. Ich hing ja gerade an den Ding dran, das war's jetzt für mich. Wir haben jetzt die ganze Zeit verschwendet, weil alle Fallen auf hatten. Ja, das ist das Problem bei der. Ich mag die Fallen nicht. Bist du lieb? Lässt du mich runter? 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 Ja, tschüss. Ach, da bist du. Auch eine Seltenheit, dass ich mal von mich freiwillen kann. Mm. Da liegt eine Werkzeugkiste. Nein, ich wollte gerade die Palette umschmeißen. Ich bin die Wisst ihr was? Macht Jens, das ist immer ein Untergang. Wir sind schon dabei, wir haben hier gleich fertig. Very nice. Und tschüss. Shit. Das Schwein ist irgendwie meine Nemesis. Ich finde das nur echt asozial, dass die Claudette den anderen nicht runtergeholt hat. Ja, hätte eigentlich die Chance dazu gehabt. Ja. Und dann schauen wir einfach mal zu. Ich meine, die hätte ja eigentlich auch noch leben können. Eigentlich, also die Zeit wäre gewesen. Nur bei mir war das jetzt gerade, ich hing gerade in den Ding drinnen, ne? Hm. Die Zeit war durch und gerade als der Balken voll war, hat die mich umgeknallt. Was? Die war hinter mir. Okay. Der war gut. Ernsthaft? Was? Hat die jetzt den Schrank nachgeguckt, oder wie? Oh. Da. Na, das war jetzt kurios. Hat die andere gefunden. Mhm. Ja, die Luke müsste schon sichtbar sein. Die Luke ist schon sichtbar. Ich schätze mal, sie hat bei der Luke gewartet oder so. Ich schätze mal, sie weiß schon, wo die Luke ist. Hm. Gehe ich mal ganz stark von aus. Aber ich muss sagen, das neue System gefällt mir sehr gut mittlerweile. Welches? Dass man sich besser umgucken kann jetzt im Co. Ja, das Engine-Update hat etwas gebracht.
Finde ich auch schön, dass die mal wieder so Updates machen, um DVD am Leben zu halten. Bringen ja auch ständig was Neues raus. Ja. Okay, die heilt sich, das heißt, sie ist höchstwahrscheinlich entkommen. Ich sag ja, wo du auf der Buchmesse warst und ich hier Witcher aufgenommen habe, sage ich auch nur Update, 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 Update. Ciao. Okay. Hier ist aber auch nichts. Ist echt nein, doof. Die Paletten, die sind alle schon weg. Oh, sind wirklich alle weg. Ich glaube, ich habe 2 oder 3 gebraucht. Ciao. Und tschüss. Der war gut. Was man mit eisernem Willen alles machen kann. Ja. Ich sag ja, mir fehlt unbedingt ein paar. Ich krieg die einfach nicht hin. Das hätte ich krieg sie nicht. Das hätte auch so nach hinten losgehen können. Mhm. Denke ich mir auch mal. Also. Sei es von der Seite von der Animation so komisch aus. Da wählt jemand anders am Schrank und guckt rein. Hier ist noch eine Palette. Genau. Eine, wenigstens eine noch. Die gute alte Europalette. Na, ich schätze mal, die will jetzt wieder zu meinem Gen zurückgehen. Mhm. Ich denke, sie wird sich irgendwo verstecken und warten. Hm. Die andere wird wahrscheinlich irgendwo bei der Luke rum. Du kannst ja mal gucken, was die andere macht. Ja, das kann ich gerne mal machen. Hm, die andere, die ist an der Luke. Sag mir, wo die Luke ist, ich komme dahin. Die ist in irgendwie so zwischen Ruinen. In der Nähe. Ich habe jetzt die Blechhütte gesehen. Und Ruinen. Die ist in irgendwo zwischen den Ruinen. Und die campt jetzt an der Luke. Bin bei der Blechhütte. So, Moment. Blechhütte. Irgendwo da bei den Ruinen. Ja, du rennst, sie ist direkt da. Da, rennst bis vorbeigerannt. Hier in den Ruinen ist sie. Ach da. Da. Oh, das schön, wenn habt ihr was zum Spielen da gelassen? Viel Spaß. Wenn man scheiße ist, kann man auch mal scheiße sein, ne? Ich meine, die hätte sich jetzt locker an den Gen setzen können, während ich hier mit ihr unterwegs war. Die campt da in so einem Verschlag in der Ecke. Naja, ich heil mich gleich, dann gehe ich da nochmal hin. Ich würde einfach so laut einfach durch so ein Fenster springen immer wieder. Ja, die Männer müssten jetzt eigentlich gesehen haben, dass da die Luke ist. Nee, die campt da die ganze Zeit rum, fröhlich. Die wartet einfach nur noch darauf, dass du stirbst. Ja, kann sie sich aber auf eine lange Wartezeit gefasst machen. Ich würde da wieder hingehen, eiskalt. Ja. Camper bestraft Leben. So, dann sag mir mal, wo sie ist. Moment. In irgendeiner Nische versteckt sie sich. Bei der Luke. Neben der Luke in der Nische. Da. Hi. Das ist gut. So, ja, und was machen wir nun? Tja, ich warte jetzt, dass sie Krähen kriegt. Sie hat eine mehr. Also sie hat schon eine. Die das denkt hat, sich jetzt Jetzt auch. Hat sie 2, ab 3 fängt sie an zu knallen. Die denkt sich jetzt auch, scheiße, ne? So, viel Spaß. Hast du jetzt gebodyblockt? Ja, ich habe ihr Kring gegeben. Jetzt kommst du. Geh in die Nische. Am besten. Ja. Sie will zu dir. Bin aber nicht mehr da.
hat man davon. Ja, Campen bestraft das Leben, ne? So. Mein, wir hätten jetzt easy noch die zwei Gens durchziehen können. Eigentlich, ja. Sie hat aber mich dass die auch. Dass die auch immer wieder campen müssen, ne? Hm. Oha, das ist zu dicht. Das ist viel zu dicht. Also sie wird die Luke jetzt gesehen haben. Guten Tag. Danke. Und tschüss. Ja, also ich bin auf das Leben. Ich wollte gerade sagen, ich bin ja eigentlich der Teamplayer, aber wenn sie da sich so in die Ecke setzt und einfach nur wartet, hat sie selbst Schuld. Da kenne ich kein Pardon. Was hier ist ein Teamspiel. Ich habe die Luke auch nur super genommen, dadurch Absprache. Hm. Aber ich hemmt die Luke nicht. Das ist wieder feige, würde ich mal ganz stark behaupten. Ja. Aber ich würde sagen, wir sind jetzt gleich schon bei 43 Minuten. Aha. Und würde nur sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Genau, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.